meine lieben Freunde. Heute komme ich zum dritten Teil und letzten Teil über den Zauber des Mondes für die Sternzeichen Skorpion bis zu den Fischen. Der Skorpion zählt zu den Gewinnern, denn der Neumond gibt ihm ungeahnte Wunschenergie. Das grenzt fast ans Unheimliche. Deine Chance zu einem Neubeginn war noch nie so groß. Aber du musst vom Alten loslassen. Mit deiner magischen Kraft geht etwas ganz Besonderes von dir aus. Deine Energie ist sehr dominierend und präsent. Damit kannst du fast alles erreichen, was du willst. Und so erfüllen sich deine Wünsche. Du wachst das morgens auf und weißt auf Anhieb, was du tun musst, um dir deine Wünsche zu erfüllen. Ohne Zweifel, die Magie des Neumondes nimmt dir alle Unsicherheiten. Du stehst absolut vor einem Neubeginn. Alles, was dich belastet, kannst du abschütteln. Und das spürst du total. Lass dich aber nicht von den Zweifeln und Bedenken deiner Mitmenschen anstecken. Gehe deinen Weg und du gehst in ein besseres Leben. Der Schütze. Der Schütze verfügt mit Begeisterung über eine so tolle Stärke, die Wunder vollbringen kann. Auch wenn die Magie des Neumondes einen doch etwas kühlen Einfluss auf dich hat. Glaube an dich und so wird dir Großes gelingen. Deine magische Kraft ist dein Optimismus und deine positive Haltung fürs Leben. Und damit kannst du sprichwörtlich Berge versetzen. Du spürst das Wohlwollen deiner Familie und Freunde, wie sie dich unterstützen und hinter dir stehen. Das gibt dir eine Menge Selbstvertrauen. Und wie sich deine Wünsche erfüllen? Plötzlich geschieht etwas bei dir und es gibt Ereignisse, dass dein größter Wunsch, den du schon so lange mit dir schleppst, in Erfüllung geht. Das hast du schon lange abgehakt, aber jetzt erfüllt sich dein Traum. Glaube einfach daran. Der Steinbock. Er erlebt mit dem Neumond eine wundervolle Energie. Damit verstärken sich deine Energien, womit du positive Entwicklungen anziehst. Mit deiner magischen Kraft wird dir bewusst, dass dir etwas Besonderes gelingen kann. Du merkst in dir die starke Kraft, die du aber zulassen musst. Dein nüchternes Denken darf dich daran nicht hindern. Schiebe etwaige Zweifel einfach zur Seite. Deine Wünsche werden so erfüllt. Schalte deinen kühlen Verstand, deinen unruhigen Geist einfach aus. Im Grunde bist du ja mit Gott und der Welt zufrieden, die du dir geschaffen hast. Aber tief in dir schläft schon lange ein Traum, der schlummert in dir. Und der mit einem großen Wunsch, den du vielleicht in Vergessenheit wähntest. Sei nicht so bescheiden. Glaube an das Glück und die Erfüllung deines Traumes. Du hast es verdient und der Traum wird wahr. Zum Wassermann. Der Wassermann ist zurzeit sehr unzufrieden mit seinem Leben. Am liebsten möchtest du aus allem aussteigen. Von deinem Wohnort, deinem Job und vielleicht auch von deiner Beziehung. Man kann drastisch sagen, dich kotzt im Moment alles, aber auch wirklich alles an. Und dieser Neumond macht dir auch noch Druck. An ein besseres Leben kannst du momentan nicht denken. Und schon gar nicht an ein Wunder. Und genau das ist dein größter Fehler.
Auch du hast eine wundervolle magische Kraft in dir. Schalte doch einfach mal deinen unruhigen Geist ab, diese Kühle deines logischen Verstandes, der nichts, aber auch gar nichts gelten lässt. In dir lebt eine unbekannte Intuition und die war dir bislang fremd. Doch diese kann Wunder bewirken. Deine doch so positive Weltanschauung kann dir weiterhelfen. Ist dir das überhaupt bewusst? Und genau so werden sich deine Wünsche erfüllen. Du erhältst wichtige Informationen, die dir die Möglichkeit geben, deine Wünsche zu erfüllen. Unterschätze dich bitte nicht. Denn du hast die geniale Idee, die Reichen, deine Träume zu verwirklichen. Du, genau du, lieber Wassermann, stehst zurzeit vor deiner größten Chance deines Lebens. Denke positiv und erkenne sie, dann wirst du auch die richtigen Entscheidungen treffen. Und zum Schluss kommen wir nun zum Fisch. Du bist im Besitz magischer Kräfte mit übersinnlicher Stärke. Der Neumond verleiht dir auch noch übernatürliche Energien, die dich im Geschäftsleben unterstützen. Dadurch gelingt dir das, was du dir niemals zugetraut hast. Höre in dich hinein und du wirst spüren, dass dir diese immer mehr zunehmen. Nimm mit deinem Schutzengel oder einem Geistwesen Verbindung auf, der dich auf deinem Weg unterstützt. Sie zeigen dir den Weg, einmalige Glücksmomente zu erleben. Und so erfüllen sich deine Wünsche. Plötzlich verspürst du eine Idee oder Eingebung, wie dein größter Wunsch in Erfüllung gehen kann. Folge deinen spontanen Gefühlen. Dahinter verbirgt sich dein größter Erfolg. Mache ihm den Weg frei, indem du es zulässt und du daran glaubst. So, das waren für heute all die Wünsche, die ich euch allen Sternzeichen übermittelt habe. Ich wünsche euch viel Erfolg und viele Wünsche, die in Erfüllung gehen sollen und werden. Herzlichst, eure Diria.